Ich möchte Ihnen sagen, was in der Sendung passiert. Wir haben eine Exklusivität, nämlich ein Hochsieg. Diana und Thomas werden sich im Verlauf der nächsten 1,25 Stunden live im Quer das Ja-Wort geben. Und das sind die beiden heute. Diana, 67, und Thomas, der 55 ist. Die beiden Country-Fans haben sich damals die Gelegenheit von einer Fernsehhochzeit nicht entgehen lassen. Wir waren eigentlich so 6-7 Mal sicher schon dort gewesen und immer gesehen haben, dass am Sonntag am Trucker-Gottesdienst ein Brautpaar heiratet. Dann haben wir zu uns gesagt, du, wir sind Country-Fans, warum eigentlich nicht? Darum sind wir eigentlich dann auf die Idee gekommen, wir könnten doch das auch machen. Also standesamtlich haben die beiden schon geheiratet, das muss man mal sagen. Aber so eine Art eine kirchliche Feier ist es nicht, aber es wird eine Pfarrerin dabei sein, wird heute Abend live im Quer stattfinden. Dass es so lässig war, das Ganze, das erlebst du nur einmal. Darum sind die Erinnerungen heute noch, wie es gestern gesehen wäre oder letzte Woche gesehen wäre. Wir haben aber auch nichts rausgelassen, um diese Trauung unvergesslich zu machen. Sogar einen kleinen Wetten-das-Moment haben wir eingebaut. Gratulation! Es hat also geklappt. Merci vielmals. Und mit diesen beiden Gläsern gehe ich jetzt zu unserem Brautpaar, Thomas und Diana, die jetzt gerade dran sind, sich live zu vermählen, hier im Quer. Diana und Thomas, Sie beide werden jetzt Ja zueinander und Ja zum gemeinsamen weiteren Weg sagen. Träg diesen Ring als Zeichen von meiner Liebe und Treue zu dir. Ja, ich will. Ja, ich will. So, herzliche Gratulation. Jetzt gibt es noch etwas anderes als Wasser. Ich habe noch ein bisschen nachgeschenkt. Einmalig. Einmalig. Ja, das ist eine absolute Sensation. Und eben, jetzt geht dann noch die grosse Party los im Zelt. Und dazu wünsche ich euch ganz, ganz viel Vergnügen. Alles Gute, noch einmal, Diana und Thomas. Und jetzt freue ich mich auf die Meierbrunner und Sonderangebot. Wo hast du das denn her? Wo hast du den denn her? Okay, im Rückblick wirkt der Meierbrunner ihren Hochzeitssong ein bisschen speziell. Aber dem Brautpaar hat es gut gefallen. Bis heute. Wo hast du das denn her? Wo hast du den denn? War das ein Sonderangebot? Da stand im Sommer Schlussverkauf, wo nur der halbe Preis noch drauf. Ja, Maja Brunner hat am Schluss noch ein Lied gesungen. Sonderangebot. Sonderangebot. Ein Sonderangebot hat sie gesungen. Diana und Thomas. Sie sind zufrieden mit den letzten 21 Jahren, auch wenn sich nicht alle Träume erfüllt haben. Eigentlich hätte ich schon gerne Kinder gehabt, aber irgendwie hätte es einfach nicht mehr sein. Nicht geklappt, ja. Ihre Zweisamkeit geniessen sie heute auf ihren Reisen. Auf Schottland zum Beispiel. Das Land hat es ihnen besonders angetan. Es ist ein schönes Land, also sensationell. Vor allem im Herbst, wenn dann Seidekraut blüht. Die ganze Landschaft, und es ist einfach... Landschaft, sensationell. Der Rasen ist grüner als hier. Das muss man einmal erlebt haben. Ist alles grüner als hier. Also es ist wirklich in den Highlands, das ist sensationell dort. Also, und auch die Städte und die Leute sind alle freundlich. Und es ist wirklich ein faszinierendes Land. Wenn man könnte, würde man sofort auswandern auf Schottland. Wenn ich pensioniert bin, gehen wir, glaube ich. Bei so viel Harmonie muss man aber die Frage doch noch stellen. Haben die denn gar nie Streit? Nein, ist gar kein Thema. Also. Wenn uns etwas nicht passt, wir reden miteinander, wir diskutieren es aus. Ist gar kein Thema. Oder? Also, ja. Wenn mir etwas nicht passt, dann sagen wir es gerade ins Gesicht. Ja, wir schwätzen miteinander. Und sonst ja, geht das nicht. Vertrauen haben einander, schwätzen miteinander. Und dann funktioniert es. Heiraten vor einem ganz grossen Publikum. Sie würden es jederzeit wieder machen und jedem empfehlen. Es ist so lässig machen, nicht lange studieren. Ja, das erlebst du nur einmal. Mach es. Das vergisst du nie mehr im Leben. Ja. Und es ist auch noch voll in Erinnerung alles. Also, mal. Empfehlenswert. Wer hat das gedacht? Quer macht glücklich. Und zwar so richtig. Wir wünschen weiterhin alles Gute. Prost,
aufs Leben.